Ja. Und in diesem Video verraten wir euch 10 Highlights, die ihr bei eurem Kanada-Roadtrip von Vancouver in die Rocky Mountains auf gar keinen Fall verpassen dürft. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid und euch für das Thema Reisen interessiert, dann abonniert uns doch gerne und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Vorab, wir würden es euch definitiv ans Herz legen, euch einen eigenen Camper bzw. ein Auto für diese Strecke zu mieten und alle Highlights auf eigene Faust zu erkunden. Wir hatten damals einen richtig geilen Camper für diese Strecke. Das Video dazu blenden wir euch mal hier oben ein. Noch ein Tipp, plant für diese Strecke ca. 2 bis 3,5 Wochen ein, je nachdem, was ihr alles von diesen Highlights sehen wollt. Und achtet vorher darauf, ob alle Straßen frei sind oder ob Straßen je nach Jahreszeit vielleicht gesperrt sein könnten. Und falls ihr keine Lust auf den Massentourismus habt, seid einfach früh morgens dort. Platz Nummer 10 belegt bei uns die Stadt Vancouver. Übrigens ist Vancouver nicht die Hauptstadt von Kanada, wie viele denken, sondern Ottawa. Am besten hat uns in Vancouver der Stanley Park gefallen. Der bietet viel Natur und eine schöne Aussicht auf Downtown Vancouver. Platz Nummer 9 belegt Vancouver Island. Vancouver Island ist, wie der Name schon sagt, eine Insel und liegt neben Vancouver. Vor allem ist Vancouver Island auch dafür bekannt, dass dort unter anderem Twilight gedreht wurde und außerdem auch für seine wunderschöne Natur und sein mildes Klima. Platz Nummer 8 belegt bei uns der Ort Whistler. Das ist eine Stadt, die nördlich von Vancouver liegt und Whistler ist in erster Linie bekannt für seine Berge, sein gigantisches Skigebiet und für Wintersport. Also wenn ihr es liebt, Ski zu fahren oder allgemein Berglandschaften liebt, müsst ihr dort unbedingt hin. Die nächsten Highlights, die wir euch jetzt zeigen werden, befinden sich alle in den kanadischen Rocky Mountains und wir starten auch gleich mit Platz Nummer 7 und das sind die Takakau Falls. Der Wasserfall befindet sich im Yoho National Park und mit einer Höhe von 381,1 Meter ist er der nach offizieller Messung zweithöchste Wasserfall Westkanadas. Die Wanderung dorthin ist relativ einfach und wenn ihr angekommen seid, könnt ihr euch bei den roten Stühlen hinsetzen und dort einfach nur der schönen Natur lauschen. Platz Nummer 6 befindet sich auch im Yoho National Park und zwar der Emerald Lake. Dieser See befindet sich sozusagen am Anfang von den Rocky Mountains und ist sozusagen ein Vorgeschmack auf das, was euch noch erwarten wird. Für uns ist er definitiv einer der schönsten Seen in den Rocky Mountains. Weiter geht es mit Platz Nummer 5, dem Bow Valley Parkway. Der Bow Valley Parkway ist eine ungefähr 50 Kilometer lange Scenic Route, die parallel zum Trans-Canadian Highway führt. Das Besondere an dieser Straße ist, dass ihr morgens die Möglichkeit habt, dort ganz viele Wildtiere zu beobachten. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr vorsichtig dort fahrt. Übrigens ist die Straße von Anfang März bis Ende Juni von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens für Fahrzeuge geschlossen, damit die Wildtiere eine ungestörte Nacht haben. Platz Nummer 4 belegt bei uns der Peyto Lake. Die Wanderung zum Peyto Lake dauert nur wenige Minuten und ihr werdet mit einer wunderschönen Aussicht belohnt. Der See ist türkisblau und erinnert uns von seiner Form her an eine Sternschnuppe. Platz Nummer 3 ist der Icefield Parkway. Die Straße gilt als eine der schönsten Fernstraßen der Welt und dort erwarten euch gleich mehrere Sehenswürdigkeiten. Unser Tipp lautet, haltet überall an und geht auf jeden Fall wandern. Ihr werdet mit schönen Ausblicken auf verschiedene Gletscher belohnt. Die bekannteste Sehenswürdigkeit entlang der Strecke ist übrigens der Athabasca Gletscher. Platz Nummer 2 belegt bei uns der wohl bekannteste See in ganz Kanada und zwar Lake Louise. Der See ist unglaublich schön und bietet jede Menge Wanderwege. Ihr könnt zum Beispiel zum Lake Agnes hochwandern. Auf dem Weg dorthin habt ihr mehrmals eine wunderbare Aussicht auf den Lake Louise. Wenn ihr beim Lake Agnes angekommen seid, erwartet euch dort ein kleiner, wunderschöner See und ein Teehaus, wo ihr euch nochmal stärken könnt. Außerdem haben wir damals das Glück gehabt, direkt neben dem Lake Louise eine Bärenfamilie beobachten zu können. Und zu guter Letzt Platz Nummer 1, der Moraine Lake. Wir hatten damals leider etwas Pech mit dem Wetter und es hat damals die ganze Zeit geregnet, aber das hat uns nicht davon abgehalten, einmal bis zum Ende des Sees zu wandern und eine durchaus längere Wanderung in die Berge zu machen. Wenn ihr die beste Aussicht auf den See haben wollt, müsst ihr nur am Anfang ein kleines Stück wandern und könnt dann den See in voller Pracht genießen. Und glaubt mir, ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich euch sage, der See wird euch einfach umhauen. Auch heute noch, wenn wir Bilder von diesem See sehen, bekommen wir richtig Gänsehaut. So, das waren sie, unsere Highlights und wir sind uns ziemlich sicher, es gibt dort noch mehrere Highlights und gerade in ganz Kanada gibt es mit Sicherheit noch viel mehr zu sehen. Aber das, was wir euch jetzt gezeigt haben, solltet ihr unserer Meinung nach auf gar keinen Fall verpassen. Ja, und falls euch dieses Video gefallen hat oder jetzt hilfreich fand, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt und keine Videos von uns verpassen wollt, dann abonniert uns unten gerne kostenlos. Und falls es euch interessieren sollte, wie man günstig durch Kanada reisen kann, dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, also klickt einfach hier drauf, dort erfahrt ihr es. Und damit war es das. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Tschüss. Tschüss.